Kommunikation, das wurde ja schon verschiedentlich angesprochen, ist grottig. Da muss man nicht drum herum reden. Vor allem auch, weil sie so unterschiedlich ist. Wir haben einen Kanzler, der schweigt, weitgehend. Ein Wirtschaftsminister, der sich um Kopf und Kragen redet und die Schuld der Union gibt. Und wir haben einen Finanzminister, der hinterher von seiner Pressesprecherin übersetzt werden muss, weil keiner sein Statement verstanden hat. Mhm. Also von daher, das muss alles besser laufen. Unabhängig davon, was Sie jetzt sozusagen bewerten als Artikulation des Kanzlers ausreichend oder nicht ausreichend, er hat mit uns sofort gesprochen, mit Michael Kretschmer und mir, und hat uns klar gesagt, dass er zu diesen Projekten steht und alles dafür tun wird, dass diese kommen. Und wir nehmen den Kanzler dabei im Wort. Es geht um strategische Investitionen und Deutschland kann es sich nicht leisten, diese fallen zu lassen. Das wäre also ein Reputationsschaden, ein strategischer Schaden, der wäre nicht wieder gut machbar. Und deswegen bei all den politischen Aufarbeitungen, bei all dem, was jetzt auch juristisch in Auswertung des entsprechenden Urteils zu machen ist, brauchen wir so schnell wie möglich eine Einigung zum Haushalt. Und zwar erstmal in der Koalition. Die müssen sich erstmal dort einigen, damit man überhaupt gesprächsfähig ist mit der auf der Bundesebene Opposition, aber auch mit den Ländern. Denn wir müssen das ja gemeinsam schultern. Ich erwarte schon, dass wir Dinge dann auch in der Koalition gemeinsam besprechen. Es ist völlig klar, dass mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und der Interpretation der Regierung, der ich zustimme, jetzt auch der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds auslaufen muss für das Jahr 2024. Nein, jetzt komme ich zu den Gas- und Strompreisbremsen. Okay. Die laufen damit dann auch natürlich automatisch aus, was den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds angeht. Aber der politische Ansatz zu sagen, wir sichern Unsicherheiten ab, wenn die Preise für Energiekosten wieder in die Höhe schießen, den haben wir nicht gemeinsam besprochen in der Koalition, wie es da weitergeht. Und das hat Kevin Kühnert deutlich gemacht. Das teile ich auch. Das muss in der Regierung besprochen werden. Aber einseitig das auszuverkünden, ohne dass wir das gemeinsam besprochen haben, das geht so nicht. Was das Bundesverfassungsgericht ja offenbart, ist, dass die Politik sich ehrlich machen muss. Dass das, was man bisher gemacht hat, nicht mehr miteinander vereinbar ist. Der Staat, und das ist nicht nur ein Thema der Ampel, sondern auch der Vorgängerregierung, hat in den letzten Krisen viel Geld verteilt. Mit vollen Händen ausgegeben, per Gießkanne. Es gibt kaum ein Land in der Welt, wo die Regierung so großzügig Hilfen ausgegeben hat. Und jetzt realisiert man mit dem Urteil aus Karlsruhe, man kann nicht mehr das Geld mit beiden Händen ausgeben, über Sonderhaushalte letztlich Schulden aufnehmen, an der Schuldenbremse vorbei und gleichzeitig versprechen keine Steuererhöhung. Also dieser Spagat geht nicht mehr auf. Und die Bundesregierung muss sich ehrlich machen. Klar, man wird wahrscheinlich jetzt einen pragmatischen Weg finden für 2024, irgendwie hoffentlich vorbei, sodass es vom Bundesverfassungsgericht nicht noch mal moniert werden kann. Aber das löst das grundlegende Problem nicht. Bezüglich der politischen Feststellung, was ist eine Notlage, gibt es Spielräume, die eben politisch zu entscheiden sind. Und da möchte ich mal sehen, was ein Verfassungsgericht bei all diesen Gründen, die wir vorbringen können, dort auch dazu sagt. Einschließlich der Dinge, die sicherlich auch mit Corona weiterhin noch bezogen bleiben, aber eben auch vorsorglich gemacht werden müssen, damit uns solche Ereignisse nicht wieder erreichen. Aber ich will auch letztendlich noch sagen, wenn wir in den ersten drei Quartalen aufgrund der internationalen Lage, Ukraine-Krieg, Energiemärkte und so weiter, in Sachsen-Anhalt ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt von minus 3,5 haben und in Rheinland-Pfalz das zweite große Chemieland neben uns von minus 5%. Wissen Sie, was das für unsere Steuereinnahmen bedeutet? Das ist kriegsbedingt ein absoluter Notstand. Da kann man sicherlich noch diskutieren, ob es richtig war, die Atomkraftwerke abzuschalten. Mhm. Natürlich war das in der jetzigen Phase aus meiner Sicht falsch. Aber das knallt richtig rein. Und wie sollen wir das kompensieren, wenn wir nicht klar sagen, wir haben eine Herausforderung, die wir noch lange nicht hatten. Und unabhängig davon, Herr Bratscher, gebe ich Ihnen vollkommen recht, es muss durchsortiert werden, was wir konsumtiv in den letzten Jahren hier gemacht haben. Den wenigsten Leuten ist klar, was da im Moment alles auf dem Spiel steht. Also alleine die 60 Milliarden, die jetzt im KTR fehlen. Das Klima- und Transformationsfonds. Entschuldigung. Kein Problem. Fachidiotinnen-Sprech. Also die Lücke, die da gerissen wurde jetzt durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das betrifft so viele Förderprogramme. Also wir reden über ganz viel ja über die Chipfabriken, die dadurch finanziert werden wollen. Es geht in Sachsen-Anhalt. Ganz genau. Es geht aber bis hin zu Naturschutzvorhaben, die Wiedervernässung von Mooren oder auch der Humusaufbau im Wald, dass Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer tatsächlich gefördert werden für die Naturschutzaufgaben, die sie übernehmen. Also
also wirklich breit gefächert in ganz viele Bereiche des Lebens reingehend. Und all das, da steht jetzt ein großes Fragezeichen drüber. Das ist eine enorme Verunsicherung. Natürlich auch für die Wirtschaft. Und Unternehmen können sich im Moment nicht darauf verlassen, dass tatsächlich die Investitionen, die sie in Deutschland tätigen wollen, gefördert werden. Ich halte das für ein enormes Problem und die Kommunikation ist ein Desaster. Das, was die Bundesregierung übrigens schuldig bleibt, ist, ein großer Teil der Gelder im Klima- und Transformationsfonds sind eigentlich in der Form vom Klimageld vorgesehen, an die Menschen zurückzugeben. Also es gibt einen CO2-Preis, es gibt Einnahmen, das Versprechen im Koalitionsvertrag ist, das sollen die Menschen zurückgehen. Und ich bin dabei, Unternehmen brauchen Planbarkeit und Sicherheit, aber das brauchen Menschen auch. Und ich glaube, das, was die Politik auf Bund und Länder im Augenblick tut, ist, die soziale Akzeptanz der Menschen zu verlieren. Ich zu investieren, halte ich für einen ganz schlechten Weg. Wenn wir nicht investieren in die Klimaneutralität, was am Ende immer wirtschaftliche Stärke dieses Landes heißt, in einer Zeit, wo die USA 500 Milliarden in die Hand nehmen mit dem Inflation Reduction Act, in einer Zeit, wo wir sehen, wie in China gerade staatliche Investitionen genutzt werden. Und wir sagen hier, wir freuen uns drüber, dass wir sozusagen alle Regeln des Haushaltes einhalten, aber wir würgen Investitionen ab und sorgen dafür, dass wir beim grünen Stahl, dass wir bei Wasserstoff, dass wir bei der Frage Halbleiter überall nur zugucken, wie woanders die wirtschaftlichen Entwicklungen sind, dann wird dieses Land einen enormen wirtschaftlichen Schaden nehmen. Und deswegen müssen wir dringend über die Reform der Schuldenbremse reden. Deswegen müssen wir darüber reden, wie staatliche Investitionen möglich gemacht werden können. Das ist aber erstmal unabhängig von der Frage, wie wir 2024 organisieren. Es ist einfach eine Mehr, dass sich Deutschland kaputt spart. Wir haben einen Haushalt, das sind 450 Milliarden Euro, die im Jahr ausgegeben werden. Wir haben diesen Sondertopf, in dem jetzt immer noch nach diesem Urteil 150 Milliarden für 4 Jahre übrig sind. Wir schwimmen in Geld. Die Regierung gibt es mit beiden Händen aus. Und das ist ja nicht so, dass jetzt im Finanzministerium oder im Kanzleramt im Keller ein Gelddrucker steht, wo das einfach rauskommt. Das ist unser Steuergeld. Und die Politik sollte damit verantwortungsvoll und vor allem sorgsam umgehen. Sie sollte, ja, natürlich die nötigen Investitionen machen. Die Bahninfrastruktur muss besser werden. Ich würde auch sagen, die Autobahnen müssen besser werden. Es muss Geld in die Schulen kommen. Aber dieses Subventionsfeuerwerk, was in den vergangenen Jahren abgefeuert wurde, für alles Mögliche gibt es einen Fördertopf für Eigenheimbesitzer, die sich eine Solaranlage aufs Dach schrauben und die Wallbox haben, also die wirklich keine Geldnöte haben. Es gibt für alles Fördertöpfe. Ich finde, das geht so einfach nicht. Und da müssen wir jetzt gerade diese Chance nutzen und tatsächlich mal ein bisschen schauen, wo können wir sparen.